Der britische Thronfolger Prinz Charles und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier haben zum Volkstrauertag gemeinsam an die Opfer von Krieg und Gewalt erinnert. Erstmals nahm ein Mitglied der königlichen Familie an der zentralen Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Deutschland teil. Der diesjährige Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und an die Toten beider Weltkriege ist der deutsch-britischen Freundschaft gewidmet. Bei einer Rede im Deutschen Bundestag auf Englisch und auf Deutsch unterstrich Prinz Charles die starken Bande zwischen beiden Ländern. Es war gar nicht so ungewöhnlich, wie es vielleicht heute scheinen mag, dass bei Ausbruch des Ersten Weltkriegs 4 Mitglieder des britischen Kabinetts an deutschen Universitäten studiert hatten. Und erstaunlicherweise strömten in den Jahren nach diesem Krieg britische Studenten erneut nach Deutschland, um deutsche Kultur zu erleben. In den 75 Jahren seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sei die Saat der Versöhnung aufgegangen. Man müsse aber wachsam bleiben gegen alle Bedrohungen. Der britische Thronfolger betonte, auch vor dem Hintergrund der laufenden Brexit-Verhandlungen, dass das Vereinigte Königreich und Deutschland stets Freunde, Partner und Verbündete sein würden.